Baustelle war von Anfang an zweigeteilt konzeptioniert. Hier in der Muschel, im inneren Kern, haben die Aussteller in der Theorie sich vorstellen können und ihre Praxis darstellen können. Und draußen auf dem Freigelände haben wir schon eine ganze Zahl von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen. Wir haben den Bus, einen Bus dort präsentiert. Wir haben Fahrzeuge vorgestellt und viele Besucher waren fasziniert, dass das ja Fahrzeuge sind, die genauso aussehen wie ein ganz normales Diesel- oder Benzinfahrzeug oder auch ein Akkufahrzeug, waren aber baff erstaunt, ob der Reichweiten 600, 700 Kilometer sind überhaupt kein Problem mit Wasserstoff und dass sie dann in 3 bis 4 Minuten betankt werden können, macht es durchaus attraktiv für Menschen, die längere Strecken zurücklegen müssen, auf den Wasserstoff zu setzen. Damit ich nicht falsch verstanden werde, es wird sicherlich einen großen Markt für den Elektroantrieb mit dem Akku geben. Aber bei schwereren Fahrzeugen, Bussen, Bahnen, Nutzfahrzeugen und natürlich auch bei Fahrzeugen für Menschen, die 600, 700 Meter Tagesstrecke zurücklegen müssen, da hat der Wasserstoff eine absolute Berechtigung.